Sind Sie auch der Meinung, wie Sebastian Kurz, dass die FPÖ nicht regierungsfähig ist? Also die FPÖ hat ja jetzt leider bewiesen, dass sie es offenbar nicht kann. Und ich denke, sie wird wahrscheinlich eine echte Katharsis brauchen, bevor es überhaupt man sich die Frage wieder stellen kann, ob die FPÖ irgendwann wieder mal in einer Regierung eine besondere Rolle spielen kann. Wäre Norbert Hofer schon eine solche Katharsis personell oder braucht es mehr? Also ich glaube, das wird nicht reichen, dass man, ich sage jetzt mal, den einen Kopf gegen den anderen austauscht. Das wird wahrscheinlich nicht genügen. Ich denke, es braucht schon auch eine grundsätzlich andere Einstellung zu Themen wie Demokratie, zu Fragen wie Rechtsstaat, zu Fragen wie Pressefreiheit. Immerhin hat ja Strache als Parteiobmann diese Geisteshaltung stellvertretend für seine ganze Partei ja repräsentiert. Also da, glaube ich, braucht schon sehr viel, um den Wählerinnen und Wählern auch klarzumachen, dass wenn es einmal eine andere FPÖ geben sollte, dass es auch eine andere Geisteshaltung dahinter steckt. War die FPÖ genau diese FPÖ, als man mit ihr eine Koalition eingegangen ist? Hat man sich in der FPÖ getäuscht oder hat sich die FPÖ in dieser Zeit der gemeinsamen Regierung so stark verändert? Also sie machen eine Koalition mit einem Politikpartner, mit dem sie in erster Linie das politische Programm abklären und mit dem sie sich auf ein politisches Programm verständigen. Dieses gemeinsame Programm war ein recht erfolgreiches, das ja jetzt die letzten 1,5 Jahre umgesetzt worden ist. Die Geisteshaltung im Hintergrund, die ja in dieser Deutlichkeit nie sichtbar geworden ist, sondern die ja offenbar in einem scheinbar unbeobachteten Moment zutage getreten ist, weil Strache sich ja, wie er seine Aussagen gemacht hat, offenbar unbeobachtet gefühlt hat. Man kann in niemanden hineinschauen. Ja? Und das gilt natürlich auch in der Politik.